Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Test. Dieses Mal geht es um das Spiel Action Action. Fangt ja super an, kann ja nicht besser sein, aber dieses Mal geht es um das Spiel Action Swing, also Aktionsschaukeln oder so. Ist wieder so eine Art Puppy-Spiel, aber nicht ganz, also nicht mit dem roten Smiley. Ja, ihr werdet gleich sehen, um was es geht und. Ja, es geht halt um einen Munchkal, das was auf eine sichere Plattform rauf muss. Springt halt auf einer Schaukel. Und man hat 3 Leben für diese Sachen. Das war knapp. Mein Gott, also ich will nicht gerade failen in dieser Aufnahme, aber tue ich. Ja. Aber. Es ist wirklich ein gutes Spiel, aber ja, immer selber ist auch langweilig. Es wird halt schon ein bisschen anspruchsvoller mit der Zeit, aber auch nicht wirklich so, dass man sagt, boah, das muss ich jetzt weiterspielen, das ist so lebensnotwendig, ich kann gar nicht ohne den. Toll, ich hab verloren. Super, nach 1,5 Minuten fast. 1 Minute 29, 30, 31, 32. Ja, es läuft wieder meine 8-Bit-Playlist, die jetzt schon aus mehreren besteht, aber die habe ich noch nicht reingetan, aber. Naja. Jetzt versuche ich halt einfach mal nicht so arg zu failen. Das ist einigermaßen auszuhalten, ist dieses Video, aber. So. Boah, ich bin so gut. Also ich lande genau in der Mitte, also das müsst ihr mal nachmachen. Yeah. 1009 Punkte dazu kriegt. Boah, das ist schon Hammer. Ne? Wisst ihr? Yeah, 1009, Alter. Scheiße! Aber das ist jetzt schon ein bisschen schnell, also das ist schon ein bisschen gemein. Yeah. Boah, das war knapp. Also, Oh mein Gott. Hilfe. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe noch ein Leben. Jetzt habe ich kein Leben mehr. Also, meine Punkteanzahl ist eigentlich nicht so schlecht. 11.608 Punkte. Glaube ich halt. Naja, dann klicke ich nochmal. Fangt ja super an. Naja, Also, was zu sagen. Morgen, übermorgen. Also, in 2 Tagen, das heißt am Sonntag, werdet ihr dieses Video sehen. Und Freitag nach zur Schule. Ja, ich gehe noch zur Schule, ich bin 13. Noch. Und da habe ich mir halt jetzt, also, ich habe mir ausgesucht, mein Vater hat bezahlt. Ist ja immer so bei guten Söhnen. Naja, egal. Habe ich mir einen neuen Schreibtischsessel ausgesucht und der ist wirklich echt genial. Also, boah, da kann man einschlafen darin. Der ist so edel, der ist so weiß-schwarz gemischt. Und den kann man so bis zur Liegeposition zurück tun. Ich mach das dann nochmal, wenn ich. Nee, meine Kopfhörerkabel halten nicht so lang. Aber. Ich werde es jetzt doch gleich dann machen, wenn ich dieses Spiel da fertig habe. Das sagt, wenn ich einmal tot bin jetzt noch, dann habe ich eh noch ein bisschen Zeit, aber. Ja. Das war sehr schön. Also, ja. Sehr talentiert, so
Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Go. Wirklich sehr talentiert. Okay, dann lasse ich jetzt mal die Musik weiterrennen und setze mich irgendwie so hin, dass... Oder ich stecke meine Kopfhörer kurz aus, also ihr hört mich dann noch, aber ihr werdet jetzt ein paar Knisterer hören, also wartet's mal. So, also ich lehne mich jetzt in den Stuhl rein und drück so einen Schalter, dann kann ich mich hinlegen. Jetzt ist er gerade eingerastet. Ja. Da la da 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 da. Also, ich lege mich mal hin und erzähle ein bisschen weiter. Ah, ist das angenehm. Naja, gibt's nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß, es stört, wenn ihr solche Knistergeräusche hört, aber bald wird sich das bessern, weil ich mir ein Headset kaufen werde. Und ja. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis die Tage. Nein, das klingt blöd. Ups. Entschuldigung für diesen Knisterer. Danke fürs Anschauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht und dann sage ich mal bye bye.